Hallo und herzlich willkommen zurück auf Hof Hirschfeld. Heute zu einer weiteren Let's Play-Folge. Ja, es wird spannend heute. Heute habe ich ein paar Sachen angepasst. Zuckerrohr wird auf jeden Fall verändert. Ich habe mir überlegt, dass da ein bisschen was passieren muss, dass hier mit den Helfern, wie die hier rüberfahren, dass ihr seht es gerade wieder, das funktioniert einfach nicht. Ja, was ich mir dazu überlegt habe, dann nach dem Intro, da geht's weiter. Bleibt einfach dran. Bis gleich. Ja, ihr seht es schon hier. Vielleicht könnt ihr es unten erahnen. Ich habe die Kapazität von dem Starer ein bisschen angehoben. Aber das hilft natürlich immer noch nicht, dass hier der Ernter solche Zicken macht. Ich denke, das liegt unter anderem daran, dass der Wagen so eng daran hängt und sich verschiebt. Aber ich habe einen Prototypen gefunden, den wir gleich kaufen werden. Und dann werden wir den testen. Das ist eine Erntemaschine, die hat ein verlängertes Zugmaul da unten und die hat endlich eine Vorrichtung für die Welle, für die Antriebswelle, ne, für das Rohr hier. Das heißt also, die ist überarbeitet, da hat sich jemand Gedanken gemacht, ein Erfinder, ein Schlauer hat sich da hingesetzt. Ja, und das werden wir jetzt auch erstmal machen, nachdem wir hier den Helfer mal entlassen haben und dann nochmal das Ding ordentlich gestartet haben. Irgendwie scheint er hier unten an der Feldkante immer Probleme zu haben. Oh. Ach, Helfer haben wir entlassen. Jetzt aber. So, bitte Helfer, fahr los. So, jetzt macht das. Ja, das Wegbringen einer Erntemaschine und das Kaufen, das machen wir in einer... Obwohl, ich kaufe erstmal die neue. Das Wegbringen können wir immer später noch machen. Wir sind mit zwei Erntemaschinen sicherlich ausgebucht. Wir holen uns erstmal eine neue. Dafür nehmen wir natürlich das Hirschfeld Logistics. Lassen wir uns da unterstützen. Die sollen hier mit einem Tieflader mit dem neuen Teil anrücken. Und all das seht ihr jetzt in einer Timelapse. Bis später. Ja, hallo, ihr habt's gesehen, wir haben das neue Gefährt geholt und jetzt geht's hier zur Sache. Ich werde das abladen, aber ihr habt auch gesehen, dass es ein kleines Problem beim Ausfahren beim Händler gab. Und zwar ist der Tieflieger hier so tief, dass der so hart über die Straße geht, es ist da wirklich extrem eng. Irgendwie habe ich das Problem mit den gemoddeten LKWs, dass der Triggerpunkt oder der Ansatzpunkt hier etwas zu tief hängt. Bei den originalen LKWs, meine ich, konnte man diesen Auflieger so ein bisschen an- und abheben, aber hier in dem Fall geht es nicht. Aber gut, das lassen wir jetzt mal so. Was ich aber auch festgestellt habe, vielleicht habt ihr es in den Timelapse auch gesehen, das wusste ich tatsächlich nicht, dass man hier den Tieflieger verlängern kann. Also macht jetzt natürlich nicht viel Sinn, ne? Aber guck mal hier. Also das wusste ich tatsächlich überhaupt nicht, dass man den länger machen kann. Das ist mir neu. Ja, ist mal wieder was Schönes. Ne? Man lernt ja nie aus. Aber gut, jetzt wollen wir den erstmal
So. Abhängen, dass wir den abladen können hier. So. Da haben wir es. Komm, machen wir den erstmal aus. Oh, das dauert ein bisschen, bis wir da wieder rankommen, ne? So, dann werden wir direkt den anderen austauschen, der da vorne steht, mit einem vollen Anhänger. Und hoffen einfach, dass das hier mit dem Helfer besser funktioniert, mit dem Anhänger besser funktioniert. Ich bin sehr gespannt. Ich würde mir das sehr wünschen, dass es besser funktioniert. Aber das werden wir sehen. Ui, guckt euch das mal an. Ist schon ganz schön dreckig. So viel haben wir noch gar nicht geschafft. Kann ich das so gar nicht zurückgeben. Da müssen wir vielleicht erst nachher nochmal sauber machen. Aber gut. So, fahren wir den jetzt mal hier vom Ansatz erstmal weg. So, dann fahren wir den mal hier nach unten. Und dann können wir auch gleich die Klammer zuklappen, ne? Dann sehen wir hier auch mehr. Ja, ihr habt gesehen, ich habe den Prototypen direkt mal orange gemacht, damit wir den auch unterscheiden können. Und irgendwie ist es ja auch das Logo oder die Farbe von Hof Hirschfeld, ne? Das wollen wir auch nicht vergessen. So, den stellen wir hier erstmal daneben. Machen wir aus, ne? Wir wollen ja nicht noch unnötig Sprit verbrauchen. So, neuer sieht schon anders aus, ne? Schon schöner, wenn der noch sauber ist. Ja, mein Ernter ist dreckig, ich kaufe mir einen neuen. So, der braucht unheimlich lange, bis er losfährt. Aber gut, das soll jetzt nicht unser Problem sein. Ihr seht schon, das sieht schon ganz gut aus. Oh ja, das sieht natürlich nicht so gut aus. Nein, 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 nicht weiterfahren. Erst wenn wir die Pedale verwechseln, ne? Gas und Bremse. So, hängen wir den mal an. Das passt, glaube ich, gerade noch. Ich weiß gar nicht, ob das so geht. Aber ich glaube, man kann die Rohre auch nicht runterfahren, ne? Mal gucken. Oh, ausfahren geht nur. Ich bin mal gespannt, ob der gleich trifft. Sonst müssen wir die kürzere Variante wählen. Jetzt nehmen wir uns aber erstmal den Traktor und laden den hier ab. Wo haben wir den denn? Och, der steht hier noch am Ladewagen, natürlich. So. Ich habe auch den Howlmaster hier, also nicht, dass ihr euch wundert. Ich möchte das nicht verschweigen. Auch da habe ich ein paar Liter dazu gemoddet, damit das einfach passt, auch jetzt mit den neuen, damit wir wenigstens zwei Ladungen da reinkriegen, sprich beide abtanken können. Habe ich mir gedacht, kann ich das so mal machen. So. Naja gut, das hat er sowieso nicht abgeerntet hier, ne? Na, jetzt habe ich mir aber selber so ein bisschen hier alles verbaut. Aber ist doch schön, jetzt stehen hier ein paar Geräte rum, so soll es sein, das ist ein Großhof. Das gefällt mir ja schon. So, wenn das hier funktioniert, wir den Helfer angestellt haben, dann fahren wir mal mit dem ein bisschen hoch und runter, dann gucken wir, ob er das so hinkriegt mit dem Wendemanöver, wie das dann aussieht. Aber ich bin ein guter Dinge, ich hoffe, dass das besser passt. Ich habe gesehen, die neue Erntemaschine, die hat ein paar Pferdchen auch mehr, der Prototyp hier, den wir fahren. Der kann sogar so einen großen Howlmaster ziehen, wie wir den hier an dem Traktor haben. Das mache ich jetzt aber mal nicht. Das ist mir dann doch ein bisschen zu viel. Komm, schmeiß das schon direkt an, bevor wir hier noch die... Irgendwann werde ich das hier sowieso wegmachen müssen, ne? Oh, 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 oh. Ja, so sollte es natürlich nicht sein.
Er scheint aber nicht zu überladen hinten. Ja, der hat irgendwie noch einen eigenen Tank. Seht ihr das? Da unten rechts. Also das habe ich nicht gesehen, dass der auch noch seinen eigenen Tank hat. Sollen wir den jetzt irgendwie extra abladen? Okay, ich habe jetzt gerade gesagt, Rohr ausfahren. Jetzt lädt er über tatsächlich. Also richtig weiß ich noch nicht, was der hier tut. 69.000, das ist nicht die Anzeige von dem Hänger alleine. Der Hänger kann so viel nicht. 'Setz den mal hier auf die Bahn an. Und was der Helfer hier sagt. Ja, so richtig bin ich mir noch nicht sicher. Wir verfolgen das mal ein bisschen. Er lädt auf jeden Fall nicht in den Wagen über. Gut, das war jetzt die Endspur, aber die kann er ja durchaus weiterfahren. Das ist ja nicht so dramatisch. Lieber Morder, was hast du dir denn dabei gedacht, dass der einen eigenen Tank hat und so eine Anhängerkupplung, wo man das überladen kann? Ja, gespannt, ob der Helfer das auch hinbekommt. Ansonsten haben wir tatsächlich nur die Option, den Ernter alleine fahren zu lassen und dann nebenher zum Abladen, ne? Ja, muss man ein bisschen verfolgen, da können wir ein bisschen drüber reden. Was haltet ihr von der Idee? Sagt mir das, schreibt mir das in die Kommentare. Ich habe auch sehr kritische Abonnenten, die durchaus sagen, dass das nicht realistisch ist und nicht nah und dass ich doch dann so abernten sollte. Ich gebe euch, also ich gebe wirklich zu, dass ich weiß nicht, ob ich das alleine machen kann. Da müsst ihr lieben Realismus-Abonnenten vielleicht dann auch mal eine Karte mal mit dazukommen und das mit mir zusammen machen. Das kann ich nicht alleine schaffen. So, jetzt kommt der spannende Moment. Ob der Helfer das hier hinkriegt und ob das auch wieder so dramatisch aussieht. Also das Drehen hier. Was macht er jetzt? Er lädt jetzt ab. Aber der Helfer steht, ne? Ja, wahrscheinlich, weil er abladen kann. Ist auch mal so, dass die Helfer stehen bleiben, wenn sie abladen können. Jetzt macht er wieder was. Ja, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich habe wirklich gehofft, dass der, dass das ein bisschen schöner aussieht, wenn der hier rumfährt. Gut, er fährt rum. Einen eigenen Bunker hat er nicht. Da könnt ihr mir vielleicht auch mal sagen, warum haben diese Gefährte keine eigenen Bunker? Also man könnte doch auch, ne, wie so ein Holmer für die Zuckerrüben und Kartoffeln. Warum geht das nicht auch hier? Gibt es sowas in Wirklichkeit oder gibt es das gar nicht? Finde ich schon eine interessante Frage. Was mich jetzt auch wirklich interessiert, ist, was passiert, wenn der Helfer... Guck mal hier. Vielleicht machen wir währenddessen auch noch mal einen Screenshot oder sowas. Sieht doch so ganz cool aus, oder? Ah, das finde ich auch cool. So die Effekte vom Boden direkt. Jetzt hier auch noch mal...
Jetzt sehen wir das gar nicht zum Ende der Reihe. Ne? Was passiert, wenn der voll ist? Also ich werde jetzt noch mal drehen. Da der hier zwischendurch dann ablädt. Jetzt wird er wahrscheinlich immer wieder die Ecke fallen. So, jetzt wird er abladen auf den Anhänger. Das ist diese Geschichte. Wenn der Helfer am Ende vom Feld steht und ein Anhänger da ist zum Abladen, dann macht er das. Dann bleibt er erstmal stehen. Oh Mann, ich sehne tatsächlich Curseplay dringend herbei. Jetzt fährt er doch weiter, obwohl er nicht ganz abgeladen ist. Also irgendwie... Ach doch, der Ernter selber ist leer. Uiuiui, das sieht aber echt ruppig aus. Na, ihr seht auch, der hat halt hier nichts. Ne? Also der hätte ja nirgendwo hier in der Maschine Platz, um was zu bunkern. Das ist wirklich nicht realistisch. Deswegen habe ich gehofft, dass funktioniert mit dem Überladewagen, dass es so halbwegs aussieht. Na gut, er macht halt auch was, ne? Aber wenn das in der Art weitergeht... Ach, ich weiß es noch nicht, wie ich es am besten mache. Naja. Wir machen das so, ich werde den jetzt erstmal abladen und gucken mal, wie das funktioniert mit dem Traktor und dann bringe ich den alten Ernter, also ich bringe den so oder so zurück, ob der neue funktioniert oder nicht, ist ja egal. Den neuen können wir mit anderen Farben belegen, wir können das mit dem Zugmaul hinten nochmal gucken, ob wir einen anders dran packen, aber da haben wir mehr Möglichkeiten, mehr Optionen. Der fährt nicht schneller am Ende des Tages. Von daher ist das auch nicht dramatisch. Und das machen wir dann in der Timelapse zum Schluss. Ja, und dann hören wir uns gleich noch für ein paar Abschlussworte wieder. Bis gleich. Ja, da bin ich wieder. Ihr seht, wir geben die Maschine einfach pottdreckig wieder zurück, so wie sie ist. Die machen wir nicht mehr sauber. Da muss der Händler mal gucken, was er damit macht. Da wird er mir wahrscheinlich ein paar hundert Euro für abziehen. Aber nun gut, das ist jetzt so. Die muss auch gewartet werden. So, die verkaufen wir jetzt. Und die hat sowieso schon ein bisschen an Wert verloren. 291.000 gibt es da jetzt noch für. Ja, müssen wir mit leben, ne? Ist auch Geld, wollen wir natürlich auch nicht liegen lassen. So, ich überlege gerade, lassen wir den hier stehen. Ja, den lassen wir hier stehen. Liebe Leute, danke fürs Zuschauen. Lasst mir ein Däumchen da, abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Alles Gute, bye bye und ade.